Hallihallo, ja, hier ist eure Melanie und ich begrüße euch an diesem wunderschönen sonnigen Mittwoch. Und ich habe mir hier heute das Orakel rausgesucht, die nächsten Schritte. Das war, glaube ich, auch das nächste, was fällig ist. Ich bin heute leider nicht dazu gekommen, dass ich es auslege, deswegen mische ich es jetzt live raus, weil ich ja momentan mit anderen Dingen beschäftigt bin und dieses Auslegen natürlich auch seine Zeit brauchen, bis ich es dann abdrehe. Deswegen habe ich gedacht, heute mische ich es live. Und so die anderen lege ich dann wieder hin. Und wir gucken mal, ihr wisst ja immer, ne, ich sage es und erwähne es auch jedes Mal, es ist allgemeine, kollektive Legung. Ja, das heißt, es kann mit dir stimmig sein, muss es nicht. Und es setzt auch keine private Legung. Und ja, auch dieses zu sehr auf die Karten fixieren, habe ich auch schon gesagt, ist nicht gut. Sondern einfach, ja, es ist ein Wegweiser und vielleicht ist es halt einfach die ein oder andere Botschaft, die an dich soll. Auch wenn du hier sagst, naja, so ganz in Resonanz gehe ich nicht damit. Ja, einfach nur für dich selbst. So, jetzt schauen wir mal, was das Hauptthema ist bei dir, beziehungsweise bei dem Gegenüber, was denn jetzt die nächsten Schritte sind. Da haben wir den Pioniergeist bekommen. Für wen oder was hast du dich verraten oder deine Freiheit aufgegeben? Wo hast du dich verloren? Finde zurück zu dir. Aha. Also da haben wir schon wieder mal, wie so oft, das Außen. Ja, also anscheinend hat er dich aufgegeben für irgendetwas oder für irgendwen. Also gerade die vielleicht auch hier noch Dreierkonstellationen oder in mehreren Konstellationen drinnen stecken. Ja, oder seine Freiheit im Endeffekt durch irgendwas aufgegeben und das, er hat sich also sozusagen hier ein bisschen verloren und da geht es jetzt darum, dass er sich selbst findet. Das finde ich schon mal spannend hier. Und dann gucken wir hier mit den Lenis rein. So, da. Diesmal suche ich mir euch wieder raus. Das heißt, ich lege ihn auf die eine Seite und dich auf die andere Seite und dann ziehen wir uns hier 5 Karten. Hier haben wir ihn. Wo haben wir dich? Da, der letzte. Und dann schauen wir mal, was hier in deine Richtung jetzt passieren soll. Schon mal die erste Karte, den Turm. Das ist also die Rückzug, Isolation. Dann haben wir hier den Anker. Und da haben wir den Reiter. Dann haben wir hier den Berg. Und da haben wir es. Ui, den Sarg, okay. Was haben wir hier unterm Deck? Die Wege, also hier geht es noch um Entscheidungen, die zu treffen sind. Ja, gehe ich hier, nehme ich hier die Verstandsentscheidung, okay, die Herzensentscheidung, ne? Also neue Wege, neue Möglichkeiten haben wir hier auch wieder. Ja, wie man hier sehr schön sieht, in deine Richtung passiert jetzt erstmal gar nichts. Wir haben hier den Turm, sondern er ist jetzt erstmal zurückgezogen. Ne? Das passt jetzt auf den Pioniergeist, auf das Hauptthema, wo man sagt, naja, jetzt geht es erstmal in die Selbstfindungsphase und das kann ich ja erstmal nur, wenn ich in die Stille, in die innere Einkehr gehe. Ja, und erstmal mich selber hier verankere, stabilisiere, ja, damit überhaupt irgendwas in Bewegung kommen kann. Man sieht schon, dass er gerne in Bewegung kommen würde, ja, aber momentan haben wir hier noch Hindernisse da. Aber der Sarg zeigt mir an, dass diese Hindernisse oder Schwierigkeiten, die er gerade noch hat, eben in die Aktion zu kommen. Weil wenn man das hier, ich lege es mal ein bisschen weiter auseinander, wenn man das hier nämlich schön sieht, dann haben wir als Hauptthema hier den Reiter in der Mitte. Das heißt, es geht schon um die Aktivität dahinter. Aber eben auch noch momentan eben eine wahnsinnige Herausforderung, die er gerade hat. Aber mit dem Sarg wird das schon hier beendet. Ja, das ist eben genau dieses Loslassen von diesen Sachen, die ihn gerade noch ausbremsen. Also da haben wir schon Aktivität dahinter. So, da gucken wir jetzt hier mit den italienischen Karten rein und klären uns das ein bisschen ab.
Also gerade würde ich sagen, passiert jetzt nichts, aber es kommt was in Bewegung. Ja? Also erwarte jetzt nicht auf die Schnelle hier irgendwelche Nachrichten, sondern es geht jetzt eher darum, dass der diese Hindernisse, die er eben hier noch hat, um sich zu melden, um in die Bewegung zu kommen, jetzt abzuschließen. Also hier geht es um einen Transformationsprozess, um einen Loslassprozess. So, schauen wir mal, was uns die Karten hier noch aufzeigen wollen. Sechs Karten, das haben wir hier unterm Deck. Ach, Il Nemico, ne? Das ist also wieder hier der Feind, mit irgendwas hat es noch zu tun. Also wieder irgendwo ein Einfluss von außen oder Leute, die ihm irgendwas nicht gönnen. Also da passt noch was nicht. Man sieht jetzt hier mit der ersten Karte, da haben wir Il Ladro bekommen. Das ist dieser ja, Dieb, der sich davon stehlt. Ja, also man sieht schon, hier haben wir Messaggere. Das ist also die Nachricht. Dann haben wir La Runione, das ist das Treffen. Dann haben wir hier Stanza, das ist das Zuhause, die eigenen vier Wände. Dann haben wir hier La Donna di Servizio, das ist also die Karte, haben wir auch schon öfters gehabt, dass hier also Hilfe da ist. Und wir haben hier La Fedelta, das ist die Treue oder die Loyalität, das Vertrauen auch einfach, ja. Und auf das gesehen, was jetzt hier auf deinen Weg oder in deine Richtung passieren soll, sieht man schon, ne? Aus irgendeiner Situation versucht er sich gerade wieder davon zu stehlen. Und das ist halt genau hier mit dem Türmchen, ne? Wo ich sage, da darf er noch schauen. Hier nochmal auch zu schauen, wie kommuniziert er. Ne? Da haben wir hier dieses in die innere Einkehr sich erstmal das anschauen. Aber so wie es ausschaut, versucht er sich hier aus einer Situation davon zu stehlen. Er möchte hier in Kommunikation mit dir gehen. Messaggere La Runione, da geht es hier um ein Treffen, ja, dass man sich also mit dir trifft. Das könnte bei dir zu Hause sein. Ja, es könnte bei ihm zu Hause sein, oder dass man dich einlädt oder dass er auf einmal ja vor deiner Nase steht so ungefähr, ne? Und hier gibt es aber anscheinend eine Person, die ihm da auch ein Stück weit zu Hilfe kommt, ja? Wenn ich mir aber das hier wieder anschaue, wenn ich das jetzt ein bisschen hier so aufteile, ne? Die zwei Seiten möchten ja, weil wir hier ja den Reiter haben, aber das Hindernis daheim kann hier wirklich sein, dass er zu Hause hier noch eine Person hat, der er sich verpflichtet fühlt, ja, weil der Hund ist auch für mich sehr viel Verantwortungsgefühl, Verantwortungsbewusstsein auch, ja, und dass das hier gerade noch ein Hindernis ist, das kann also was im familiären Bereich sein, es kann also tatsächlich auch hier noch eine partnerschaftliche Sache sein, wo er noch drin hängt, was halt einfach sein Privatleben hier beeinflusst oder beziehungsweise was sein Privatleben hier betrifft. Aber trotzdem bleibe ich dabei, dass es hier auch eine Person gibt, die hinter ihm steht oder die zu ihm steht. Das ist also hier eine sehr treue Seele, die ihn da vielleicht auch ein Stück weit unterstützt. Ja, das wäre das Positive hier. Aber leider muss ich auch die andere Sache sagen, dass es hier zwar eine vielleicht nette Dame gibt, aber trotzdem dieses Verantwortungsbewusstsein noch viel zu groß ist, dass er hier noch nicht so sehr auf sich selbst hören kann, sondern eher sich da verpflichtet fühlt, im privaten Bereich ja diesen Einsatz zu zeigen. Ne? Und ja, hier haben wir, wie gesagt, dieses Nachdenken, mit Il Ladro habe ich mich davon gestohlen. Bin ich einfach gegangen, also das jetzt mal Revue passieren zu lassen. Ich mag meinen, dass ich das in einem anderen Orakel auch schon mal gelegt habe. Gerade diese Konstellation kommt nämlich jetzt hier sehr, sehr bekannt vor. Dass also dieses Nachdenken, was habe ich hier getan, ja, jetzt immer vermehrt auf dein Gegenüber sozusagen zukommt. Ne? Schauen wir das mal ein bisschen nach oben. Also das heißt, das, was er da bei dir getan hat, also wenn er gegangen ist, ich habe auch schon gelesen, dass viele Damen schon mal, ja, aber ich bin gegangen. Ich sehe das hier eher für die Fraktion, die verlassen worden ist. Ja, dass also hier irgendwo
man sich aus einer Situation einfach davongestohlen hat, man hat nicht mehr kommuniziert, man hat sich nicht mehr getroffen, ja. Und jetzt geht es einfach darum, darüber nachzudenken und zu sagen, okay, wie kann ich jetzt das im Endeffekt wieder stabilisieren, indem ich mich halt melde und um ein Treffen bitte, ja. Und das kann natürlich jetzt erstmal zu Hause sein, im freundschaftlichen Sinne, dass man sich einfach hier im Guten und im Freundschaftlichen wieder annähern möchte. Auch das ist hier die Botschaft drin, ne. Aber wie man hier sieht, gibt es im familiären Bereich noch ein paar Hindernisse, Blockaden. Und das möchte ich auch jetzt nochmal gerne anders rauslegen. Schauen, was wir hier noch für eine Info kriegen, wo er noch nicht so weit ist. Also wie gesagt, erwarte nicht auf die Schnelle jetzt, aber es kommt definitiv was in Bewegung, weil er möchte ja hier schon wieder sich mit dir treffen. Ne? So, da haben wir den Notarzt. Hier haben wir Rettung in letzter Sekunde. Du bekommst noch eine Chance. Ja, also wie es ja auch hier schon bei dem Pioniergeist eben beschrieben worden ist, ne, finde zurück zu dir. Ja, also es muss hier einiges eben sich angeschaut werden. Dann haben wir hier noch das Mauerblümchen. Wenn du Beachtung möchtest, solltest du aufhören, dich zu verstecken. Und ich sage ja, hier hat sich jemand davon gestohlen. Ja? Also hier hat sich jemand aus dem Staub gemacht und müsstest du auch von dem nichts mehr gesehen und gehört haben, vielleicht bis zum heutigen Datum nicht. Ja? Und hier haben wir die Waschmaschine. Um diese Situation zu bereinigen, braucht es mehrere Anläufe. Ja? Und ich sage ja, also das passt hier wieder, ihr seht es selber, ne? 1a dazu. Er ist wirklich hier am Machen und am Tun und am Schauen, ne? Aber es braucht wirklich mehrere Anläufe, weil er erstens mal einen Einfluss wieder von außen hat, ja, hier die Feinde, die gar nicht wollen, dass er sich in irgendeine Richtung entscheidet, sondern das Beste ist, wenn er in der Komfortzone bleibt, vielleicht auch hier noch familiäre Verpflichtungen hat, ja, und man da auch an sein Pflichtgefühl appelliert, so ungefähr. Also man weiß hier schon im Endeffekt, wie man ihn ein bisschen manipuliert und deswegen braucht er. Und aber er bekommt hier Hilfe, deswegen habe ich vorhin gesagt, auch mit dieser Dame, hier ist jemand, der ihm schon irgendwo in einer Weise gut zuredet. Kann auch jemand im häuslichen Bereich sein oder es kann einfach eine gute Freundin sein, wie man hier sieht. Ja, das ist rein freundschaftlich, wo man ihm doch ein bisschen unter die Arme greift und sagt, hey, jetzt mach doch mal hin, ne, und hör auf dein Herz. Und das Mauerblümchen sagt ja auch, naja, weiterhin zu verstecken bringt aber nichts. Und deswegen haben wir hier mehrmals diese Ansätze. Und da haben wir eben unterm Deck den Keller. Und da heißt es, um an dieser Stelle weiterzukommen, musst du deine Angst überwinden, ne? Und das ist halt noch so ein Themchen bei deinem Gegenüber, ja? Deswegen, er hat vielleicht Angst, wenn er jetzt wirklich seine eigenen Wege geht, wie wir oben schon im Hauptthema haben, dass sich natürlich auch verschiedene Personen von ihm abwenden könnten, dass er vielleicht im Außen nicht mehr so gut dasteht. Ja, das sind alles solche Sachen, mit denen er gerade konfrontiert wird. Mal schauen, was wir hier unterm Deck noch haben. Ah, guck an, die Anderswelt. Auch eine sehr interessante Karte. Lass andere Menschen an deiner Welt teilhaben. Deine Ideen, Gedanken und Visionen sind bahnbrechend und gehören an die Öffentlichkeit. Ja, also ne, man sieht hier, es ist wieder sehr aussagekräftig, obwohl wir gar nicht so viele Karten haben. Also er ist dran und drauf, hier wirklich was in die Wege zu leiten, aber es braucht noch ein kleines Momentchen. Ja? Also hier haben wir nicht mehr viel, was zum Abschließen ist. Es ist so ein Hindernis, es sind Blockaden, also das kann man meistern. Und man, wie man sieht, geht es auch hier in den Abschluss zu dir hin. Also er wird sich mit dem auseinandersetzen. Ja, gerade eben, weil er Unterstützung eben nochmal hat hier, kriegt er auch, ne? Und er versucht es halt immer wieder. Also was ich gut finde, ist, dass er nicht nach dem ersten Versuch gleich wieder alles abbricht, sondern schon hier mit dem Reiter bemüht ist zu sagen, hey, gut, dann hat es halt jetzt nicht funktioniert, aber dann probiere ich es nochmal. Ne? So. Schauen wir hier noch, was uns das Tarot noch sagen will als Abschluss. Und dann ist er auch gut hier. Also da geht echt was voran. Ne? Das ist jetzt so die Selbstfindungsphase, wirklich zu schauen, was will ich. Und dann
siehst du, der Wagen, sehr schön. Also der Wagen ist eben dieses Vorwärtsstimmen, diese Aufbruchsstimmung, die jetzt hier auch, wie man sieht, schon da ist. Also hier geht es wirklich, vielleicht zieht er um, wechselt seinen Job, schlägt neue berufliche Wege ein. Hier haben wir wirklich einen Neubeginn pur liegen. Ja? Der Wagen ist immer, es ist was in Bewegung, es fährt lass los. Also es geht Neubeginn eben, wie gesagt, auch in der Liebe oder dass man einfach aus bestehenden Partnerschaften eben ausbricht. Ne? Aber wir haben hier als zweite Karte eben die Kraft und das sagt halt schon, hier braucht es Engagement. Ja? Ich muss also hier den Mut aufbringen, es immer und immer wieder zu probieren, ja, bis ich letztendlich diesen Berg erklimmen kann. Und da braucht es halt auch viel Selbstbewusstsein, ja, Leidenschaft. Aber das sieht man, dass er das hat und das wird er auch. Ne? Also das sind auch zwei sehr schöne Karten, die hier sehr schön reinpassen. Also wie gesagt, erwarte nicht jetzt auf die Schnelle hier Nachrichten, sondern der ist jetzt hier gerade dabei, verschiedene Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, um dann mit dir eben, wie gesagt, sich zu treffen. Und hier haben wir das Ass der Kelche. Und das ist Erfüllung, das ist Glück, das ist, ja, besser geht's ja nicht. Ja, das ist also wirklich die große Liebe zu finden oder auch da wieder hinzukommen. Eine Versöhnung, ja, Ass der Kelche ist sehr emotional. Also hier, ja, hat man einfach seinen Frieden dann gefunden. Und das ist gerade das, worauf er hinarbeitet, ja. Finde ich eine sehr, sehr positive Legung zu diesem Tag. Respekt. So mag ich das, ja, wenn mal positive Nachrichten rumkommen. Aber wie gesagt, also hier haben wir den Reiter. Es kann auch jetzt dann sein, innerhalb der nächsten paar Wochen. Zeitangabe haben wir hier keine. Aber wie gesagt, er ist sehr, sehr bemüht mit dem Reiter, wie man sieht, da jetzt wirklich, ja, Action reinzubringen. So, was machen wir denn noch? Ach, ziehen wir noch vom kleinen Entscheidungsorakel, vom kleinen Liebesorakel ziehe ich noch, nicht Entscheidungsorakel, ist Liebesorakel, ziehen wir noch eine Botschaft für euch raus oder für dich. Gestern auch wieder zu einer Kundin gesagt, es ist alles so flüssig momentan, es ist alles so im Klärungsprozess, man braucht nicht viele Karten, man braucht gar nicht viel erklären und das finde ich echt mega. Also für mich fühlt sich das wunderbar leicht an, auch wenn es für ihn gerade vielleicht noch anstrengend sein darf, aber für mich fühlt sich es einfach wunderbar leicht an, dass ich mir denke, hey super, alles klärt sich hier auf, ne? Ohne große Kraftanstrengung. Die Kraftanstrengung liegt jetzt hier bei deinem Gegenüber. So, schauen wir mal, was hier deine Herzensbotschaft noch rausfallen will. Vielleicht wird alles viel leichter. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Das stimmt. Und mit ein wenig Abstand wirst du ganz anders über die Sache denken. Manchmal ist von etwas Abstand nehmen auch ein Schritt nach vorne. Ne? Und genau das ist hier mit dem Turm auch gemeint, die Distanz. Und das ist auch gut so, dass er sich das hier alles betrachten darf und wirklich auch feststellen darf, wo er sich hier verloren hat, für wen er hier eine Freiheit aufgegeben hat. Ja, wo er letztendlich nicht mehr sein Leben gelebt hat, sondern das eines anderen oder einer anderen. Und ja, hier haben wir unterm Deck, es wird sich zeigen. Man will es nicht immer hören, aber in Herzensangelegenheiten hilft oft nur Geduld. Die Liebe braucht manchmal etwas Zeit, aber dafür gibt es dann ein Happy End. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Auch sehr schön hier. So, ich glaube, das reicht. Das sind sehr, sehr schöne Botschaften. Also hier kann man sagen, tut sich was und ja, geh du deinen Weg weiter, leb du dein Leben, genieß noch die Sonne, die jetzt nochmal wieder rauskommt, bevor es schon wieder in den Herbst reingeht, mach noch was Schönes, also wirklich hier, schau auf dich, achte gut auf dich, geh gut mit dir um, dann ist alles in Ordnung, hier sieht man schon, dass deine Energie sich ja auch schon verändert hat, sonst wäre der Herr nicht schon in Bewegung, also auch für dich nochmal hier ein Zeichen, aber wie gesagt, hol dir deine Botschaften hier raus für dich selbst, ja, und arbeite weiter an dir selbst und genieße das Leben, das ist immer ganz wichtig. Jo, in diesem Sinne entlasse ich euch jetzt, ne, und wir hören uns dann mit dem nächsten Orakel. Ja, bis dahin, ich drücke euch, bis dann, ciao, ciao, eure Melalie.